Einen durchaus angemessenen Rahmen hatte sich die Kammerunion Elbe-Oder für ihre Jahreshauptversammlung ausgesucht. Die elbnahe Wallonerkirche war der Ort, an dem sich Vertreter aus zahlreichen Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und anderen wirtschaftlichen Interessenverbänden aus Polen, Tschechien und Deutschland versammelt hatten. Eines der wichtigsten Themen: die Nutzung der Flüsse, vor allem der Elbe, als Transportweg. Für Verkehrsminister Thomas Wehbel eigentlich eine ganz klare Sache. Ja, das ist auch meine Meinung. Der Schiffsverkehr ist der ökologische Verkehrsträger. Und wir alle wissen, dass jede Tonne, die auf der Elbe transportiert wird, emissionsärmer ist, als wenn sie auf der Straße oder auf der Schiene transportiert wird. Im Übrigen haben wir jetzt eine lange Trockenperiode und die Elbe hat sehr wenig Wasser. Und derjenige, es gibt den einen oder anderen Grünen, die sich darüber freuen, aber sie sollten nicht allzu lange freuen, denn jede Tonne, die von der Elbe weggeht, geht nicht auf die Schiene, sondern auf die Straße, und das wollen wir alle nicht. In der kurz KEO genannten Kammerunion wird seit dem Jahr 2000 über Themen gesprochen, die Elbe und Oder als Infrastruktur- und Tourismusziel zeigen. Das beinhaltet internationale Zusammenarbeit und viele Reisen, um auch die Flüsse selbst kennenzulernen, deren infrastrukturelle Anbindung zu beurteilen und die Menschen aufmerksam zu machen. Daraus entstand eine Partnerschaft, die erst wachsen musste. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern war ja zu Anfang schwierig. Als wir begonnen hatten, gab es noch Grenzen. Also die Polen und Tschechen, wenn die zu uns kamen oder umgedreht, mussten noch eine Grenze absolvieren. Die ist weg. Und wir merken auch, in der Zusammenarbeit sind die Grenzen in unseren Köpfen insgesamt weg. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen und das macht Spaß zum gegenseitigen Vorteil. Eines der Kernthemen bei dieser Sitzung war die Digitalisierung, Stichwort Port Forward. Christian Blobner vom Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und Automatisierung sprach in einem Vortrag darüber, was die Ziele des Programmes sind, zu dem auch der Magdeburger Hafen zählt: bessere Logistik, mehr Effizienz und geringere Kosten. Das soll die Binnenschifffahrt rentabler machen und Elbe und Oder als Verkehrswege stärken. Zwei wichtige Punkte, vor allem für unser Nachbarland Tschechien. Sicherlich, wir sind ein Binnenland und für ein Binnenland gibt es nur die Verbindung über einen Fluss. Und manche Transporte sind halt so groß oder schwer, dass man die nicht auf der Straße oder auf der Schiene transportieren kann. Deswegen braucht man auch diesen Weg, um in die Welt mit solchen Waren zu kommen. Ein weiterer zentraler Punkt bei diesem KEO-Jahrestreffen war neben den Themen der Ausschüsse Verkehr, Tourismus und Fachkräfte die Übergabe des Generalsekretariats von der IHK Magdeburg an die IHK Ostbrandenburg in Frankfurt-Oder. Zwischen 2006 und 2010 und seit 2016 war die IHK Magdeburg mit Generalsekretär Wolfgang Merz die geschäftsführende Kammer. Jetzt tritt Gundolf Schülke seine Nachfolge an. Er schwärmte zum einen von der guten Arbeit der Magdeburger, blickte aber auch auf zukünftige Herausforderungen. Das Zweite ist natürlich, dass wir den Zusammenhalt noch mal stärken müssen über die Jahre hinaus, weil die Elbe war immer Mittelpunkt der Aktivitäten. Jetzt rückt ein Stückchen weit der Schwerpunkt an die Oder, an andere Flüsse. Da muss man wieder neue Begeisterung bei den Mitgliedern noch mal erzeugen, dabei zu bleiben, eine Gemeinschaft zu bilden und die Chancen für diese Teile wahrzunehmen. Das ist ein Thema, noch mal alle aufzusuchen, diesen internationalen Zusammenhang Tschechien, Deutschland, Polen noch mal darzustellen. Das ist eine ständige Aufgabe, der wollen wir uns jetzt mal widmen im ersten Halbjahr. Und dann glaube ich, dass wir hoffentlich genauso gut sind wie die Magdeburger Kollegen. So viel Ehrgeiz haben wir jedenfalls. Die gute Arbeit der Magdeburger brachte auch aus den Nachbarstaaten positives Feedback. Grzegorz Zaworga, ehemaliger Präsident der KEO, rang sogar kurz mit Zweifeln ob der Nachfolge, aber nur ganz kurz. Die Industrie- und Handelskammer Magdeburg hat für diese deutsch-polnische Zusammenarbeit im Raum der Kammerunion Elbe-Oder so große Verdienste, dass ich geradezu darum bange, dass das Generalsekretariat von Magdeburg abgegeben wird. Nein, es wird laufen. Wir haben heute auch die Erklärung gehört. Es wird der Übergang gemeistert. Es wird weiterhin Unterstützung bei den Themen geleistet. Das ist wirklich sehr wichtig.
die Wirtschaft in diesem Raum braucht die Organisation. Und da freue ich mich als ehemaliger polnischer Präsident der Kammer, dass ich die Zeit des Generalsekretariats in Magdeburg miterleben durfte. Der Staffelstab wurde also an die Oder weitergereicht. Raus aus allen Projekten sind die Magdeburger deswegen aber noch lange nicht. Wir als Magdeburger werden einige Projekte weiter begleiten zusammen. Zum Beispiel das Gesamtkonzept Elbe wird bei uns bleiben und wir werden uns in den Ausschüssen weiter stark einbringen, dass das ja einfach positiv weitergeht im Sinne der drei Länder, im Sinne unserer Wirtschaft.